ob seiner Glorie von Malphas selbst gewirkt worden sei. Regellosigkeit von einem Schatz ist ein Gott. Geht weiter! Und im Zeug so teuer sein. Das ist zu riskant. Was auch immer Sie hier wollen, wenn wir Spione schicken und sie enttarnt werden, wird Nerim das als Provokation verstehen. Die Armen. Da invadieren sie einfach nur ein fremdes Land und werden dafür dann auch noch ausspioniert. Spart euch den Sarkasmus. Wir wissen beide, was ich meine. Du kennst meine Meinung, Thealor. Ich werde darüber nachdenken. Ihr kommt gerade richtig. Kommandantin, erklärt den Propheten die Lage. Natürlich, Großmeister. Gestern haben wir von einem unserer Außenposten Wort aus Dünenheim erhalten. Einer der Fischer dort hat Kriegsschiffe auf einer Insel ein paar Meilen vor der Küste anlegen sehen. Und sie tragen die neremesische Flagge. Wir haben bereits ein Spähschiff geschickt, um es zu bestätigen, und es ist wahr. Die Nerimesen haben endraläisches Land invadiert. Wir haben eine Vermutung. Ich nehme an, ihr wisst, dass der Bürgerkrieg auf Nerim seit 2 Monaten vorüber ist. Und wer ihn für sich entschieden hat. Das geeinte Nord- und Mittelreich unter der Führung von Taranor Koarek. Die Südreich-Rebellen und der Schöpfertempel sind endgültig vernichtet. Jetzt ist Nerim vereint unter der Flagge der freien Völker Nerims, wie sie sich nennen. Und genau das könnte der Grund für die Schiffe sein. Wegen Koarek. Er half Narazzul Arantial kurz vor der Tötung der Lichtgeborenen durch den Schattengott. Und während er davor ein Opportunist war, der seine Ideale wie Unterwäsche wechselte, hat ihn sein Feldzug mit Narazzul wohl dauerhaft missioniert. Er ist zum erklärten Feind der Religion geworden. Er begreift den Tod der Götter als ersten Schritt von vielen. Und er sieht es nun als seine Aufgabe an, all das, was auf Wien von den Göttern noch übrig ist, zu vernichten. Die Welt von der Geißel der Religion befreien. Das sind seine Worte. Wobei erwähnenswert ist, dass sein Verständnis von Befreien, Massenexekution und das Niederbrennen von Tempeln umfasst. In anderen Worten, er ist ein Fanatiker. Und was noch schlimmer ist, seine Soldaten vergöttern ihn dafür. Was er will, ist eine neue Welt begründen. Und die freien Völker von Nerim, wie er sie so schön nennt, sind für ihn sozusagen die Speerspitze davon. Naja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es Narazzuls Vision war, den Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung wiederzugeben und nicht zu versuchen, jede Form von Spiritualität und Aberglauben auszumerzen. Es ist einfach nur blöd zu glauben, eine Denkensart lässt sich mit genügend Gewalt aus den Köpfen prügeln. Damit erreicht man, wenn überhaupt, das Gegenteil. Wobei eine Welt ohne Religion eine bessere wäre, das steht außer Frage. Unsinn, die Menschen brauchen eine höhere Kraft, die ihnen den Weg weist. Ihr seht doch, welches Chaos der Tod der Götter ausgelöst hat. Und ohne das Zutun eures Ordens und Thealors Sohn wäre Koarek jetzt nicht dort, wo er ist. Natürlich. Wo waren wir? Eigentlich nicht viel. Das heißt doch, er ist selbst verliebt. Ich war überrascht, dass die neuen Flaggen seiner freien Völker kein Bildnis seiner selbst und die Aufschrift »Huldigt mir« eingesteckt haben.
Richtig. Dabei versteht er nicht, dass wir es tun, um eine Krise zu vermeiden. Nicht bevor die Hohen aufgehalten sind. Der Bürgerkrieg auf Kile und Araseal zeigt, welches Chaos eine solche Offenbarung zur Folge hat. Und dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Das ist das Problem. Pegast? Wir glauben, dass Koarek von dem Zyklus weiß. Und dass er ihn für, wie soll ich sagen, wünschenswert hält. Tja, ich weiß, wie abstrus das erstmal klingt. Aber es macht Sinn. Für ihn ist Enderal als Heimat des Ordens der Inbegriff von Ignoranz und Rückwärtsgewandtheit. Und vielleicht weiß er sogar, dass wir gegen den Zyklus ankämpfen. Und alles, wofür ein Verfechter der alten Ordnung kämpft, ist schlecht. Vielleicht sieht er ja die Hohen sogar als Boten seiner neuen Ära. Fanatiker sind unberechenbar. Na, sieh mal einer an. Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. Ja, wisst ihr, was eine Silberplatte ist? Gut. Dann wisst ihr, dass sie Klang von einer Platte zur anderen übertragen können. Unser Plan ist es, zwei der Platten in ihrem Lager zu platzieren. So können wir sie ohne Risiko aushorchen. Ihr, Funkenschlag und der Söldner. Allerdings könnt ihr nicht den Wasserweg zur Insel nehmen, das wäre zu auffällig. Wir haben herausgefunden, dass die Pyräer eine Art unterirdisches Transportsystem hatten. Unterbahnen, so nannten sie es. Diese Bahnen verbanden alle wichtigen Bereiche des Pyräischen Reiches miteinander und damit vermutlich auch den Tempel auf der Insel, wo Koareks Schiffe angelegt haben. Wenn wir also eine solche Bahn finden, könnten wir damit direkt in sein Lager fahren, ohne dass er irgendetwas merkt. Und wie es der Zufall will, haben wir Informationen, dass es einen Pyräischen Tempel im Kristallwald gibt, der noch so weit intakt ist, dass die Chancen gut stehen, dort eine Unterbahn zu finden. Der lebende Tempel? So nennt ihr ihn, ja. Aber genug geredet. Ihr kennt die Mission. Und über den Tempel können wir uns immer noch unterhalten, wenn wir dort sind. Erst einmal müssen wir den Siegelstein zum Öffnen des Tores finden. Und ich habe eine Vermutung, wo er sich befindet. Sobald wie möglich. Josef ist bereits nach Nebelheim gereist. Und ihr solltet das auch tun. Ich treffe euch dann dort. Sind das nun schon vollendete Tatsachen, oder was? Es ist der einzige Weg. Es tut mir leid, Natara. Jetzt Schluss damit. Die Konferenz ist beendet. Prophet gibt alles. Findet heraus, warum die Nerimesen hier sind. Ja, warum? Seid ihr nicht etwas zu jung dafür, irgendein Prophet zu sein? Mein Vater hat mir mit 6 Jahren das erste Mal ein Holzschwert in die Hand gedrückt. Und mit 13 war ich Rekrutin bei der Garde und musste mich gegen gleichaltrige Burschen behaupten, die meinten, Mädchen hätten beim Militär nichts zu suchen. Mit 20 wurde ich zur Wachtmeisterin erhoben und mit 28 zur Kommandantin, nachdem mein Trupp und ich einen Angriff der Skarak auf das Westtor eigenhändig abgehalten haben. Also nein, ich glaube, ich bin nicht so jung dafür. Wegestreue und Disziplin sind an kein Alter gebunden. Ein Mann kurz vor dem Tod kann genauso einfältig sein wie ein Bursche mit 12 Wintern. Das hat Loram Wasserklinge schon gesagt. Gut erkannt. Ja, Loram Wasserklinge war ein Hüter. Einer der Besten und einer der Nobelsten. Er war zwar nur schaffendem Pfades geboren, aber seine Hingabe zum Pfad und zu Malphas war so außergewöhnlich, dass der damalige Großmeister Dal Karpos ihm das Noviziat gewährte. Sein Name kommt jedenfalls daher, dass er sowohl die Taumaturgie als auch den Elementarismus perfekt einzusetzen wusste und gleichzeitig eine Menge vom Schwertkampf verstand. Das war damals ungewöhnlich. Entweder man war Arkanist oder Hüter. Er ist gefallen, in der Schlacht im Düsterwald in der Blutmondrevolte.
Ein großer Verlust für dieses Land und seine Geschichte. Aber sein Erbe ist geblieben. Schwester, schreite wohl. Sie ist etwas angespannt. Maiser de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Maiser de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Ihr stellt Fragen, Bürschchen. Aber gut, ihr seid kein Götterlämmchen. Was kann es also schaden, euch davon zu erzählen? Ja, die Götter sind tot. Zumindest weist alles darauf hin. Aber offen gestanden hat sich zu wenig geändert, als dass ich mich wirklich fühle, etwas erreicht zu haben. Den meisten von uns auf Nerim ging es so. Der hat eher mit dem Fall Baratheons und Narazuls Angriff auf den Schöpfertempel in Ostian zu tun. Und mit dem Zyklus, wie wir seit kurzem wissen. Enderal ist das beste Beispiel. Das religiöste Land von allen. Aber dennoch geht es hier weiter wie zuvor. Vermutlich damit,
dass die Herrschaft der Götter mehr auf dem Glauben an sie als auf ihren tatsächlichen Taten fußte. Sie waren mehr ein Symbol als wirkliche Herrscher, sozusagen. Bereuen? Weit davon entfernt. Die Götter waren Tyrannen. Sie raubten uns Menschen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sich von ihnen zu befreien, war der erste Schritt zu einer besseren Welt. Dessen bin ich mir sicher. Leider nein. Nicht jeder war so begeistert von der Idee eines Bündnisses mit unseren alten Erzfeinden wie wir. Gute Frage. Ich schätze, dass sie es tief in sich schon wissen, aber wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass Menschen gut darin sind, wegzuschauen, wenn das, was sie sehen würden, nicht in ihr Weltbild passt. Das meine ich. Und ja, es frustriert mich außerordentlich, so viel Ignoranz in unseren eigenen Reihen zu sehen. Nur sei es drum. Die, auf die es ankommt, sind dabei. Man erwartet viel von euch. Reitet wohl! Sonne, hell wie die Nacht. Tausend kleine Schauer. Nicht jetzt. Der Meister dichtet. Kia. Ja. Messer? Messer? Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Guten Abend. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Thank you.
Überraschungswirn. Wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Wir haben hier ewig gewartet. Ihr seid doch eben erst... Was zählt ist, dass wir nun den Siegelstein finden. Ihr beide durchkämmt die Ruinen nach dem Stein. Ich gehe schon mal zum Tempel und nehme das Tor unter die Lupe. Alles verstanden? Gut, dann hopp.